So, kommen wir zur Aufgabe F. Eigentlich ist das in E gewonnene Wissen nichts Neues und wurde bereits beim grafischen Integrieren Kästchenzielen genutzt. Bestimmen Sie im AT-Diagramm die Fläche unter der Kurve durch Kästchenzielen. Für die ersten 4 Sekunden interpretieren Sie diesen Wert. Zweitens bestimmen Sie im VT-Diagramm der Fläche unter der Kurve durch Kästchenzielen. Und durch Kästchenzielen für die ersten 4 Sekunden interpretieren Sie diesen Wert. Okay, fangen wir an mit dem AT-Diagramm. Kästchenzählen ist hier recht einfach. Wir haben hier eine Dreiecksfläche. Ersten 4 Sekunden. Beim Dreieck lautet die Flächeninhaltsformel A ist gleich 1/2 g mal h. Die Grundseite wäre hier mein Delta t. Und die Höhe wäre hier mein Delta A. So, im Diagramm arbeite ich erstmal. Mein Delta A ist 2 Meter pro Sekunde Quadrat und mein Delta T sind 4 Sekunden. Ich kann also jetzt hier einfach einsetzen. 1/2 mal Delta T, 4 Sekunden mal A, 2 Meter pro Sekunde Quadrat. Der Flächeninhalt ist dann 4 Meter pro Sekunde. Und diesen Wert würde ich jetzt versuchen zu interpretieren. Die Dimension meines Ergebnisses hat Meter pro Sekunde, also Länge pro Weg, ist also eine Geschwindigkeit. Und wenn ich in der Aufgabenstellung oben nachschaue, ist das auch, entspricht also dieser Fläche eben genau die Geschwindigkeit nach 4 Sekunden. Für 4 Sekunden. Und so, die Fläche unter der Kurve im AT-Diagramm entspricht also der Geschwindigkeit. Jetzt sollen wir noch die Fläche unter der Kurve im VT-Diagramm bestimmen für die ersten 4 Sekunden. Das wäre also dieser Bereich. Und wenn das jetzt analog funktioniert, dann ist also zu erwarten, dass eben diese Fläche dann dem zurückgelegten Weg entspricht. So, das Ausmalen war jetzt nicht ganz so günstig, weil ich Kästchen zählen muss. Okay, hier habe ich also verschiedene Kästchen kann ich reinlegen. Eine Kästchenbreite wäre zum Beispiel diese hier. Das wäre eine Sekunde und eine Meter pro Sekunde. Dann wäre entsprechend der Flächeninhalt würde genau 1 Meter entsprechen. Dann denke ich, wären noch Kästchen folgender Größe reinpassen. Eine halbe Sekunde und einen halben Meter pro Sekunde. Der Flächeninhalt wären dann 0,25 Meter. Und das kleinste Kästchen, dieses hier, wäre nochmal 5 mal 5, 25 kleiner. Das wären 0,01 Meter. So, na dann.
Auf geht's, Kästchen einzeichnen. Hier drauf wieder über denken, dass manche Kästchen werden nicht voll sein. Dann beim Zählen manchmal drüber gehen, manchmal drunter gehen. So eine eigene kleine Statistik im Kopf machen, dass es ausgewogen ist. Von den großen Kästchen habe ich hier 1, 2, 3. Dann von den kleineren Kästchen habe ich 2, 4. Mal 4, das sind dann also 1 Meter. Und von den kleinen Kästchen, jetzt muss ich anfangen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Na, das war jetzt clever erzählt. 5, 9, 12, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2. So, diese Reihe sind 9, diese Reihe sind 8, dann sind wir bei 17, 16, halt, ich war schon bei 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So, das sind 27. Jetzt also schnell alle Kästchen nochmal aufhalten. Entschuldigt bitte. 24 plus 14 plus 10 plus 17 plus 2 plus 30 plus 27, dann sind wir bei 124. Mal 124. Und dann sind wir bei 1,24 Meter. Also ist die Gesamtsumme S, die Gesamtfläche sind alle zusammen. Damit sind wir dann bei S für 4 Sekunden ist gleich 3 Meter plus 1 Meter plus 1,24 Meter und dann sind wir bei insgesamt 5,24 Meter. Und dafür, dass ich sehr unkonzentriert war beim Zählen, ist das ein ziemlich guter Wert. Ich glaube, der... Schau mal kurz in der Aufgabe da nach, was wir schon mal raus hatten. 5,33 Meter. War es rechnerisch. Das ist, liegt schon mal ziemlich nah dran. Das sind 0,09 von 5,33. Dann sind wir also beim Fehler von gerade mal 1,7%. Das ist gut fürs Kästchenzählen. So, das war Kästchenzählen.